den habe ich noch nie so richtig gemocht und deswegen habe ich den unten gelassen. Aber ich habe leckeres Essen aus dem Saarland dabei, das schmeckt so richtig, richtig klasse. Ja, ganz definitiv. Also wenn man hier oben ist, dann merkt man, wie klein alles ist und wie viel da draußen noch zu entdecken ist. Also das ist wirklich ein ganz, ganz starkes Gefühl. Over. Ah, dann würde ich es flicken. Over. Das wäre ziemlich schlecht, aber so. Wir sind vorher gut getestet worden und deswegen sollte so Herzerkrankungen, etwas, was ja über längere Zeit sich entwickelt, nicht entstehen. Eine Blinddarmentzündung, dafür haben wir Tabletten dabei, die ganz stark entzündungshemmend sind. Das heißt, wir könnten das ein bisschen unterdrücken, dann schnell in die Kapsel einsteigen und zurückfliegen, dann müsste ich auf dem Boden schnell operiert werden. Over. Ja, Leonie Marini, eigentlich sehr schon. Man sieht zum Beispiel die Brände im Urwald in Brasilien, dort an der Grenze zwischen Urwald und dort, wo die Leute Landwirtschaft betreiben, also dass sie sich immer weiter in den Urwald reinfressen. Dann sieht man natürlich auch Überschwemmungsgebiete. Man sieht natürlich auch die schönen Inselchen im Pazifik und von denen, die hatte ich ja mal während meiner Weltreise auch besucht, und von denen weiß ich, wenn dort der Meeresspiegel nur ein kleines bisschen ansteigt, dann verschwinden die ganzen schönen Paradiese. Man sieht auch ausgetrocknete Seen, also auf alten Karten, der Aralsee in der ehemaligen Sowjetunion eingezeichnet, der ist jetzt fast nicht mehr zu erkennen. Man sieht auch in einigen Gebieten, besonders da in Chile, wo ganz viel Trockenheit ist, dass sich dort große Gebiete in die Natur reinfressen, einfach um mehr Ressourcen, mehr Metalle aus dem Boden rauszugraben. Besonders die Lithiumproduktion in Chile ist ja ein großer Umweltschädiger. Over. Ja, direkt erforschen wir den Klimawandel nicht, aber wir können etwas dazu beitragen. Und zwar habe ich die Woche ein schönes Projekt gehabt, da habe ich Beton angerührt. Bei der Betonherstellung entsteht mehr CO2, ist ja ein treibhausschädliches Gas, als durch die Luftfahrt insgesamt. Und wir hoffen, dass wir den Prozess verbessern können und dadurch dann auch einen positiven Beitrag zur Reduzierung des Klimawandels beizutragen. Over. Ja, ich hoffe, wir Menschen sind clever genug, dass wir unseren eigenen Planeten nicht in den Klimawandel reinrasen lassen. Wir haben ja den Mars als Beispiel, was passiert, wenn der Klimawandel extrem wird und dann geht ein Planet zugrunde und dann ist auch keine Lebensgrundlage mehr da. Wann werden wir auf einem anderen Planeten landen? Das wird vielleicht auf dem Mars vielleicht der Fall sein. Over. Also von hier oben kannst du super viele schöne Wolken erkennen, unterschiedlichste Wolkenformationen. Das ist total faszinierend. Wir alle starren sehr, sehr gerne aus dem Fenster raus, schauen uns die Wolken an. Im Verlaufe eines Jahres, das ist jetzt so ein bisschen längerfristiger als was wir machen. Wir fliegen ja mit 28.000 Kilometer um die Erde. Das heißt, wir sind in 90 Minuten einmal um die Erde rumgeflitzt. Und dann verschiebt sich diese Bahn natürlich auch bei jedem Umlauf immer wieder ein bisschen. Das heißt, für uns ist es schwer, jetzt da in längerfristige Wolkenformationen systematisch zu erfassen. Da müssen wir dann schon einen Computer haben, die uns dabei unterstützen. Aber ich denke auf jeden Fall, dass es geht. Persönlich, für mich hat sich da nichts verändert. Ich habe einen großen Ehrfurcht für alles, was hier draußen gibt, was wir sind. Unglaubliche Beschleunigung und nach weniger als 10 Minuten war ja eigentlich schon alles vorbei, da waren wir schon im Weltall und das ist ein unglaublicher Ritt, ich denke, den werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen und hier oben im Weltraum ist es einfach super, super toll, also es ist ein schönes Gefühl, schwerelos zu sein, ich wünschte mir, ihr könnt alle hier sein. Alle zu den wirklich besten Umweltbotschaftern, die es auf dem Planeten gibt. Tschüss, over. Ja, es gibt natürlich sehr viele Dinge, die ich unbedingt mal in der Schwerelosigkeit machen wollte. In Film schauen, das machen wir auch regelmäßig. Am Wochenende sind wir alle zusammen. Wir haben so eine kleine Leinwand und einen Videobeamer und dann schauen wir auch uns gemeinsam einen Film an. Und ja, jeder von seinem Heimatland. Ja, vor allen Dingen natürlich in die im Essen so dritte von oben zu natürlich auch ins Wasser zu springen, also eine richtige Dusche oder ein Bad, das wäre auch mal wieder toll. Sie haben ja hier nur feuchte Handtücher. Over. Ja, wir machen Sport und zwar gibt es da sowas wie ein Fahrrad und ein